Heißen Sie mit uns herzlich willkommen, Frau Professorin Dr. Karin Böllert von der Universität Münster. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Frau Böllert ist auch die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendliche, AGJ, und vielen wahrscheinlich auch über diese Funktion bekannt. Aktuell hat sie unter anderen Aufgaben auch noch die Aufgabe, den Vorsitz bei der Kinder- und Jugendberichtskommission einzunehmen und ist also sehr beschäftigt. Aber an diesen fachpolitischen Debatten rund um die inklusive Gesamtzuständigkeit bist du seit Jahren beteiligt. Und deswegen ist es ganz wunderbar, dass du uns hier den programmatischen Aufschlag machst mit deinem Vortrag, der da lautet, der Titel Inklusion als Verwirklichung von diskriminierungsfreier Teilhabe für alle jungen Menschen, fachliche Leitschnur für alle Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe. Heißen Sie Karin Böllert mit mir willkommen. Ja, liebe Christine, ganz herzlichen Dank. Wir arbeiten ja an vielen Stellen zusammen. Von daher ist es schön, dass wir uns heute hier auch mal auf einer fachlichen Ebene wieder treffen. Eine Bemerkung von mir vielleicht vorneweg. Merkt man, denke ich mal, bei dem Vortrag auch. Ich hatte den Auftrag, die gesamte Inklusionsdebatte in der Kinder- und Jugendhilfe noch mal zu rahmen. Dafür steht die Zeit nicht zur Verfügung, weil wir in der dritten Legislaturperiode mittlerweile versuchen, die Inklusion umzusetzen mit mehr oder weniger großer Begeisterung. Frau Schutte hat einleitend schon darauf hingewiesen, ich sage es gleich vorneweg, ich bin immer noch begeistert von der Idee der Inklusion und halte daran auch fest und hoffe, dass ich am Ende meiner Tage tatsächlich auch noch mal erlebe in dieser Legislaturperiode, dass wir eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe dann auch realistisch erwarten dürfen. Beginnen möchte ich mit einleitenden Bemerkungen, und das ist ein Lieblingszitat von mir. Das ist das Zitat eines Kollegen der Universität Münster, Michael Quante, der Philosoph ist, auch Prorektor bei uns an der Uni und der sich ähnlich wie wir hier alle schon sehr viele Jahre mit dem Thema Inklusion auseinandersetzt, auch nicht locker lässt. Und in diesem Zitat aus einer philosophischen Perspektive, er ist sehr stark mit den ethischen Grundlagen von Inklusion beschäftigt, glaube ich, auf den Punkt bringt, was wir uns hier gemeinsam vorgenommen haben. Inklusion ist das anspruchsvollste soziale Projekt des 21. Jahrhunderts, sollte man Herrn Lindner vielleicht sagen, der meint, die Großprojekte wären zu Ende. Angestrebt wird eine soziale Ordnung, in welcher die Teilhabe aller Menschen als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft gesichert ist. Die Realisierung dieses Ziels erfordert eine grundlegende Reflexion unserer Werte und Normen, weitreichende Veränderungen unserer sozialen Systeme und den tiefgreifenden Umbau unserer sozialen Institutionen. Ausmaß und Reichweite der mit Inklusion verbundenen Umwälzungen treten in allen Bereichen unserer Gesellschaft erst allmählich zutage. Die damit verbundenen Herausforderungen geben Anlass zu heftigen Diskussionen fachwissenschaftlicher, gesellschaftspolitischer und normativer Art. Inklusion berührt alle Lebensbereiche und Handlungsfelder, durchdringt alle Bereiche und betrifft dabei alle Institutionen unserer modernen Gesellschaft. Mit anderen Worten, Inklusion geht uns alle an. In diesem Zitat wird deutlich, was wir uns vorgenommen haben, woran wir seit vielen Jahren gemeinsam arbeiten. Es wird aber auch deutlich, dass es nicht die Kinder- und Jugendhilfe alleine ist, die dieses Großprojekt bewältigen muss, sondern dass wir Teil einer sehr viel größeren Bewegung ist, die Gesellschaft inklusiv gestalten möchte. Christine hat einleitend schon gesagt, um wen und was geht es eigentlich. Bis heute ist die von der UN-Behindertenrechtskonvention geforderte gleichberechtigte Teilhabe von Kindern mit körperlichen und geistigen Behinderungen an den Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nicht realisiert. Die Zuständigkeit für Teilhabeleistungen für diese jungen Menschen liegt bislang bei dem für Erwachsene zuständigen System der Eingliederungshilfen. Exklusion wirkt aber auch selbst da, wo Aufgaben, beispielsweise im Kinderschutz oder Leistungen, Kitas, Jugendarbeit des SGB VIII,
eigentlich schon für alle Kinder gelten müssten, wenn man sich die Rechtsgrundlagen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes anguckt. Ob tatsächlich die Kitas aber alle inklusiv sind, wage ich, glaube ich, hier nicht alleine zu bezweifeln. Viele Kitas haben sich auf den Weg gemacht, viele Kitas sind aber nicht inklusiv, sondern allenfalls integrativ. Und auch der gesamte Bereich, unter anderem der Jugendarbeit, steht, was seine inklusive Entwicklung anbelangt, sicherlich noch an den Anfängen. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Aber in meinem Münsteraner Team arbeitet beispielsweise ein Kollege, der selber Geschäftsführer eines großen Bereiches in der Kinder- und Jugendhilfe ist, der in den Sommerferien seinen Urlaub mit Jugendfreizeiten verbringt, ebenso wie in den Herbstferien. Und auf meine Frage, wie viele behinderte Kinder und junge Menschen haben eigentlich bei dir dieses Mal teilgenommen, allenfalls mit einem Achselzucken reagiert. Auch der Bereich beispielsweise der erzieherischen Hilfen, den er mitrepräsentiert, ist weit davon entfernt, Ansätze von Inklusion vertreten zu können. Es ist müßig, an dieser Stelle jetzt darüber nachzudenken, warum das so ist. Ich weiß, dass viele Träger sich auf den Weg gemacht haben. Ich weiß aber auch von Trägern, die Sorge haben, in ihrer eigenen Existenz gefährdet zu sein, wenn sie tatsächlich inklusiv werden sollten. Diese Ängste zu verleugnen, ist nicht förderlich für den Prozess, aber ich hoffe, dass ich am Ende dieses Beitrages heute allen, die noch zögerlich sind, zumindest Mut gemacht habe, den Prozess gemeinsam mit vielen zu gestalten und anzugehen. Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz selbst stellt verbindlich die Weichen für eine inklusive Weiterentwicklung des SGB VIII, insbesondere die Gesamtzuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe für alle jungen Menschen mit oder ohne Behinderung ab 2028 bestimmt im Augenblick die fachpolitischen Ebenen. Dabei ist ausschlaggebend, dass gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention junge Menschen mit Behinderungen Menschen sind, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate hindern können. Wer meint, dass diese Definition selbstverständlich ist, wird enttäuscht, weil wir nach wie vor von den Rechtsgrundlagen her eine erweiterte Definition, wie hier dokumentiert, im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in den einleitenden Paragraphen wiederfinden. Wenn wir uns aber den ja immer noch gültigen 35a angucken, haben wir dieses moderne Verständnis der Lebenssituation junger Menschen mit Behinderungen nicht rechtlich dokumentiert. Viele fragen sich sicherlich auch, was kommt da eigentlich auf uns zu? Über wie viele junge Menschen reden wir eigentlich? Das ist schwierig, weil es heißt ja, Behinderung eindeutig zu definieren und auch die entsprechenden Kategorisierungen sind in der Kinder- und Jugendhilfe nicht unumstritten. Berücksichtigt man aber alle Formen von Beeinträchtigung nach ICF, so hatten Anfang 2022 ca. 415.780 Kinder und Jugendliche eine Beeinträchtigung. Demzufolge sind ca. 3% der Kinder und Jugendlichen von einer diagnostizierten Behinderung betroffen. Das muss doch eigentlich zu schaffen sein, 3%. Im Schuljahr 21/22 hatten ca. 600.000 SchülerInnen einen sozialpädagogischen Förderbedarf. Die größte Gruppe davon, und das sind diejenigen, um die es vorrangig auch immer wieder geht, sind SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, fast 40%. 14.000 Kinder und Jugendliche mit Eingliederungshilfebedarf leben in stationären Wohneinrichtungen, ca. 9.800 in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und ca. 4.600 in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Allein das macht schon deutlich, dass wir durchaus über gesicherte Erfahrungen, an die es anzuknüpfen gilt, verfügen, wenn wir jetzt über die Zusammenführung von Eingliederungs- und Erziehungshilfen reden.
Die Leistungsverantwortung zur Sicherung gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist bislang, auch darauf hat Christine hingewiesen, auf verschiedene Rehabilitationsträger verteilt und die Jugendhilfe nimmt hier unterschiedliche Aufgabenspektren wahr. Die Kinder- und Jugendhilfe ist nämlich zuständiger Rehabilitationsträger für die Eingliederungshilfen für junge Menschen mit drohender seelischer Behinderung. Anspruchsberechtigt für die Leistungen ist hier der junge Mensch selbst. Kinder- und JugendpsychiaterInnen bzw. PsychotherapeutInnen diagnostizieren in aller Regel eine seelische Beeinträchtigung, das Jugendamt dann die Teilhabebeeinträchtigung. Die konkreten Leistungsinhalte werden durch das Teilhaberecht im SGB IX spezifiziert. Welche Schnittstellen sich alleine daraus schon heute ergeben, macht dieses Schaubild deutlich, dass die Teilhabeleistungen für junge Menschen mit seelischer Behinderung dokumentieren soll. Es geht zum einen um die medizinische Teilhabe, insbesondere um therapeutische Angebote, sofern sie keine Krankenkassenleistungen sind. Es geht um Leistungen zur beruflichen Teilhabe. Insbesondere sind hier begleitende pädagogische Leistungen gefragt, sofern nicht die Arbeitsagentur zuständig ist. Und ich würde gerne Hubertus Heil fragen, ob er die hiervon betroffenen jungen Menschen jetzt auch abschiebt, um seinen Haushalt sauber hinzukriegen. Es geht auch um die Leistungen zur Teilhabe an Bildung, insbesondere um das, was wir alle als Schulassistenz kennen, sofern Hochschule und Schule nicht alleine ausreichend Teilhabe sichern, was viele nicht können, vielleicht auch nicht in jedem Fall wollen. Und es geht um Teilhabeleistungen zur sozialen Teilhabe, insbesondere um heilpädagogische Leistungen wie beispielsweise die Freizeitassistenz. Ich habe vor wenigen Jahren noch an einer Tagung teilgenommen, ob der Ganztag inklusiv ist und da haben die betroffenen Schulsozialarbeiterinnen sich darüber beklagt, dass die Leistungen zur Teilhabe an Bildung sich in aller Regel ausschließlich nur auf den Unterricht konzentrieren und wenn dann nachmittags der Ganztag beginnt, sie alleine dort verantwortlich für Inklusion sind und die Leistungen, die dann eigentlich auch unterstützend wären, nicht finanziert sind. Wie zurzeit eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe geregelt wird, auch darauf hat Christine einleitend aufmerksam gemacht, möchte ich ganz kurz nur darstellen. Es gilt erst einmal die Verankerung der Inklusion als Leitgedanke in der kompletten Kinder- und Jugendhilfe. Festgelegt ist jetzt schon eine grundsätzlich gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen. Da kann man nur hoffen, dass das nicht so läuft, wie es häufig in der Schule passiert, wo draußen Inklusion drangeschrieben, aber drinnen keine Inklusion stattfindet und daran dann eben auch alle Beteiligten scheitern müssen, wenn das nicht mit entsprechenden Ressourcen und Kompetenzen hinterlegt ist. Auch die Kinder- und Jugendarbeit müsste eigentlich schon inklusiv gestaltet sein. Die beteiligten Leistungsträger haben den Auftrag, enger und verbindlicher zusammenzuarbeiten und ab 2024 sollen Eltern durch VerfahrenslotsInnen unterstützt werden. Darüber hinaus werden aktuell die Weichen dafür gestellt, dass die Kinder- und Jugendhilfe für alle Kinder und Jugendlichen zuständig wird, die sogenannte inklusive Lösung, was noch in dieser Legislaturperiode in einem Bundesgesetz im Einzelnen geregelt werden soll, darauf bezieht sich der Beteiligungsprozess. In Kraft treten wird dies allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt und ich bin mittlerweile sehr froh darüber, dass wir diese Zeit haben werden, hoffe ich zumindest. Das DIUF hat in einer Drei-Stufen-Lösung diesen gesamten Prozess nochmal veranschaulicht. Seit dem 15. Juni 2021, also mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes, gilt der Leitgedanke Inklusion mit allen Folgen für die Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe. Einige davon werden ja auch in den Arbeitsgruppen und Diskussionsforen hier heute und morgen nochmal aufgegriffen.
Stufe 2, der verfahrenslose, und dann eben ab 28 die inklusive Lösung auch in der Zusammenführung von Eingliederungs- und Erziehungshilfen. Das, was bei der ersten Stufe ausschlaggebend ist, dass die Selbstbestimmung und Inklusion als Zielbestimmung der Kinder- und Jugendhilfe festgelegt worden ist, dass in den einleitenden Paragraphen der moderne Begriff der Behinderung aufgenommen worden ist, dass wir, darauf habe ich ja schon hingewiesen, aber nach wie vor divergierende Behinderungsdefinitionen und Verständnisse im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz haben. Morgen steht hier der Kinderschutz, wo das Projekt Schutz inklusiv sich ja auch stärker mit auseinandersetzt im Vordergrund. Es gibt aber jetzt schon die Verpflichtung für Jugendämter und Landesjugendämter, entsprechendes Fachwissen aufzubauen und Beratungspflichten zu behinderungsbedingten Gefährdungen umzusetzen. Erforderlich, sagt hier nicht nur das DIJUV, sondern auch andere, ist da die Ausweitung einer entsprechenden Expertise in einem weiteren Modellprojekt im Rahmen der Förderlinie, in der auch Schutz inklusiv finanziert wird. Erforschen wir mit dem Projekt Fokus ja im Augenblick die Situation, inwieweit die Jugendämter selber eigentlich Schutzkonzepte haben, und ohne den Ergebnissen dieses Forschungsprojektes vorzugreifen, das ist nicht unbedingt ermutigend, was da ans Tageslicht geführt wird. Das heißt, der Verweis an die freien Träger, Schutzkonzepte zu entwickeln, der wird durchaus ernst genommen, was nicht heißt, dass alle freie Träger eins haben, aber selber auch Schutzkonzepte entwickeln zu müssen, ist eine Aufgabe, an der sich die meisten Jugendämter erst allmählich gewöhnen oder annähern. Inklusive Jugendarbeit heißt Partizipation von Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Allerdings auch hier schon festgelegt, es darf nicht zu einer Ausweitung von Leistungen kommen. Wie das gehen soll, weiß ich nicht. Wenn man sieht, dass bislang behinderte Kinder und junge Menschen in der Jugendarbeit eigentlich nicht vorkommen. Wir brauchen höhere Anforderungen, Barrieren abzubauen und Konzepte inklusiver zu gestalten. Ähnlich sieht es für die Kindertagesbetreuung aus. Die gemeinsame Förderung soll Regelinfrastruktur sein, muss alle Hilfebedarfe abdecken. Wer selber vielleicht in der Situation ist oder jemanden kennt, der ein behindertes Kind in einer Kita hat, wird feststellen, wie viel an Unterstützungsbedarf immer noch von den Eltern selbst organisiert in die Institution mit eingebracht werden muss, statt dass die Institution das den Kindern zur Verfügung stellt. Auch hier scheitert manches an der bisher fehlenden Anpassung von Betreuungskonzepten und auch der entsprechenden Personalstruktur. Das, was quasi als Herausforderungen festgehalten werden kann, was die Gegenwart vieler Angebote der Kinder- und Jugendhilfe bestimmt ist, dass man sich auf den Weg macht, Konzepte weiterzuentwickeln, meistens aber scheitert auf der Suche nach dem entsprechenden Personal. Der Fachkräftemangel macht auch vor dem Inklusionsgedanken keinen Halt. Dass aber auch immer wieder darauf hingewiesen wird, politisch schwer durchzusetzen zurzeit, dass das alles nur gelingt, wenn entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und damit sind wir dann wieder in dem leider mittlerweile typischen Verschiebebahnhof Bund, Länder, Kommunen hin und her. Zwar ist das Ziel einer inklusiven Jugendhilfe jetzt rechtlich verankert, ob das allerdings schon längst auch bereits gelebte gute Praxis ist, wage ich zu bezweifeln. Zu den Verfahrenslotsen wird es auch morgen hier noch einiges zu mitteilen geben. Bislang ist es auf jeden Fall so, dass sie im Gesetztext drin sind, dass die jetzige Bundesregierung die ursprünglich zeitliche Befristung der Einrichtung oder Einsetzung von Verfahrenslotsen aufgegeben hat. Es soll ein dauerhaftes Angebot sein. Ehrlich gesagt, wenn man an den Beteiligungsrunden teilnimmt, sind diese Verfahrenslotsen auf der einen Seite sehr notwendig, weil durch diesen Dschungel an unterschiedlichen Leistungen und Zuständigkeiten durchzuschauen, gelingt uns sogenannten Expertinnen schon kaum. Ich weiß nicht, wie das Eltern im Einzelnen gelingen soll. Gleichzeitig sind diese Verfahrenslotsinnen aber auch um ihre Aufgaben nicht zu beneiden,
weil sie haben, wogegen die AGJ damals sich explizit eigentlich positioniert hatte, nicht nur die Aufgabe, diesen Dschungel etwas zu lichten für die Adressatinnen, sondern sie sollen zusätzlich auch noch die örtliche und damit kommunale Jugendhilfe im Hinblick auf die Organisationsentwicklung beraten. Sie haben eine halbjährliche Berichtspflicht und das sind Aufgaben einer Organisationsentwicklung, die eine Person alleine zusätzlich zu dem Beratungsanspruch wird gar nicht erfüllen können. Wie sieht es nun mit der dritten geplanten Stufe aus, zu deren Umsetzung wir uns ja in Teilen hier letzte Woche in Berlin zur nächsten und auch letzten Beteiligungsrunde in dem Verfahren gemeinsam ans Ziel getroffen haben. Wir erwarten bei dem letzten Treffen am 19. Dezember eine zusammenfassende Bewertung der Beteiligungsprozesse durch das BMFSFJ und ich bin mal gespannt, ob das ein Weihnachtsgeschenk wird, was man sich dann gerne unter den Tannenbaum legt. Auf jeden Fall soll es ab dem Jahr 2028 so sein, dass tatsächlich die Gesamtzuständigkeit gilt, dass auch Näheres über den leistungsberechtigten Personenkreis, Art und Umfang der Hilfen, Kostenbeteiligung und die entsprechenden Verfahren auf Basis einer prospektiven Gesetzesevaluation konkreter bestimmt werden kann. Meiner Meinung nach braucht eine solche Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes einen begleitenden Prozess, der nicht nur aus Beteiligungsrunden besteht, sondern der auch die modellhafte Erprobung einer Gesamtzuständigkeit in den Blick nimmt, der Praxisbegleitung und Praxisberatung für alle beteiligten Akteure zur Verfügung stellt, der unabhängig evaluiert werden müsste und der begleitet werden sollte durch die entsprechende Kompetenzentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir haben letzte Woche in der Beteiligungsrunde aus einem anderen Projekt, das wissenschaftliche Kuratorium zur inklusiven Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe, erste Ergebnisse einer Expertise vorgestellt, wo wir uns mal näher mit den entsprechenden Ausbildungsverordnungen und auch der entsprechenden Modulhandbücher einschlägiger Studiengänge auseinandergesetzt haben. Und das Ergebnis kann man als sehr deutlichen Ansporn lesen, dass gar nicht so sehr der Gesetzgeber, Heike Schmidt-Obkirchner hat sich gefreut, dass sie diese Aufgabe nicht übernehmen muss, sondern die Ausbildungsinstitutionen selbst die Verpflichtung eingehen müssen, dafür Sorge zu tragen, dass inklusive Kompetenzprofile in den verschiedenen Ausbildungen überhaupt erst möglich werden. Hoffnungsvoll stimmt mich an der Stelle, dass wir gar keine neuen Ausbildungsinstitutionen brauchen. Also wenn man sich die Ausbildungsverordnungen von Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen und anderen Berufsgruppen anguckt, ist dort das Thema Inklusion selbstverständlicher Bestandteil mittlerweile der Ausbildung. Aber je höher ich die entsprechenden Ausbildungs- und Qualifikationsstufen nach oben gehe, desto dünner wird die Luft. Und wenn ich dann bei universitären Studiengängen lande, stelle ich eben fest, dass wir durchaus viele Hochschulstandorte haben, wo wir eine Sonderpädagogik und eine Sozialpädagogik haben, die aber hervorragend nebeneinander her agieren und sich zum Teil auch weigern, aufeinander Bezug zu nehmen. Ich selber bin da in Münster auch kläglichst gescheitert, muss ich an der Stelle zugeben. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Situation, wo es einen der größten organisatorischen und inhaltlichen Veränderungsprozesse in der Kinder- und Jugendhilfe gibt, der bislang von den Ausbildungsinstitutionen nicht aufgegriffen und begleitet wird. Deshalb fordern wir unter anderem, dass es Kooperationen verschiedener Disziplinen geben muss, beziehungsweise unsere bisherige vorläufige Zusammenfassung der Ergebnisse bezieht sich darauf, dass wir sagen, wir können nicht immer nur von der Praxis Multiprofessionalität fordern, arbeiten an Schnittstellen, gemeinsames Agieren und an den entsprechenden Ausbildungsinstitutionen, davon aber selber nichts leben und vermitteln. Der ganze Prozess ist ja mittlerweile bekannt.
Wir haben als Neuerung zur Umsetzungsgestaltung in dieser Legislaturperiode nicht nur die Arbeitsgruppe inklusive SGB VIII mit den unterschiedlichen Akteuren, die an der Beteiligungsrunde mitwirken. Wir haben auch zum ersten Mal einen Selbstvertretungsrat, wo selbstorganisierte Adressatinnen ein Mitspracherecht haben sollen. Ich habe jetzt keine Zeit, da ausführlicher drauf einzugehen, aber da hinkt die Kinder- und Jugendhilfe den Eingliederungshilfen und den Behindertenhilfen meilenweit hinterher, weil die Selbstverständlichkeit, mit der Adressatinnen sich in den Behinderungs- und Eingliederungshilfen über Jahrzehnte hinweg organisiert haben, um Ansprüche geltend machen zu können, ist etwas, was in der Kinder- und Jugendhilfe zwar jetzt auch gefordert wird durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, aber jenseits von Care-Leavern und einigen wenigen anderen Institutionen alles andere als selbstverständlich ist. Und dann gibt es das, was hier als Gremium benannt ist. Das heißt, es gibt ein wissenschaftliches Kuratorium, was besetzt ist mit zwei Kolleginnen aus der Sonderpädagogik und für die Jugendhilfe bzw. Sozialpädagogik arbeiten Wolfgang Schröer und ich dort gemeinsam. Und wir stehen in einem regelmäßigen Austausch unter anderem mit den beteiligten Forschungsprojekten und organisieren selber Workshops bzw. geben die, wie gerade schon zitiert, Expertise in Auftrag, der auch noch andere folgen werden. Der zeitliche Ablauf des Umsetzungsprozesses ist ambitioniert. Er ist auch schneller geworden in dieser Legislaturperiode, weil Anliegen des BMFSFJ ist es, das entsprechende Gesetzgebungsverfahren in dieser Legislaturperiode noch abzuschließen, damit es eben nicht zu weiteren Aufweichungen des Prozesses kommen soll. Die Beteiligungsrunden, wie gesagt, letzte Woche war die letzte. Einige haben den Aufschwung oder das optimistische Signal in die nächsten Wochen und Monate vermisst. Ich glaube trotzdem, dass wir in diesen Beteiligungsrunden schon eine ganze Menge an Fragen aufgeworfen haben, ohne dass ich behaupten würde, dass wir auf diese Fragen schon immer Antworten gefunden hätten. Aber zumindest ist das Hausaufgabenheft für viele Beteiligte jetzt sehr gut gefüllt. Wie die AGJ sich dazu positioniert, kann man auf der Homepage der AGJ jeweils nachlesen, weil wir wieder mal mit 15 Experten und Expertinnen, die unsere unterschiedlichen Mitgliederstrukturen repräsentieren, an diesem Prozess unter der hervorragenden Regie von Angela Smessert mitarbeiten. Bei den Projekten geht es einmal um die Projekte zur Verwaltungsstrukturreform. Da ist ziemlich viel Schweigen im Raum. Ursprünglich war vorgesehen, dass es ausgesuchte Kommunen gibt, die institutionell organisatorisch verschiedene Ausgangslagen haben, um zu gucken, wie führt man eigentlich die Eingliederungshilfen und die Erziehungshilfen zusammen. Es ist ein Unterschied, ob die Eingliederungshilfen und die Kinder- und Jugendhilfe bzw. die Erziehungshilfen auf der kommunalen Ebene angesiedelt sind oder wie in Bayern bei der Bezirksregierung oder wie in Nordrhein-Westfalen bei den Landschaftsverbänden. Es ist ein Unterschied, ob ich beispielsweise ein Jugendamt habe, was schon Jugend- und Sozialamt ist. Es ist ein Unterschied, ob ich das in einer ländlich dünn besiedelten Region umsetze mit Kleinstjugendämtern oder mit Kleinstjugendämtern in Nordrhein-Westfalen oder in großen Städten, die auch entsprechende Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe repräsentieren. Wir haben bislang wenig darüber erfahren, was bei diesem Projekt eigentlich tatsächlich rauskommt, weil die anfängliche Begeisterung von Kommunen, sich an diesem Vorhaben zu beteiligen, doch sehr stark abgeschmolzen ist, was aber nicht heißt, dass auf der kommunalen Ebene nicht doch auch einiges passiert. Aber die Kommunen haben sich zum Teil jenseits des Projektes auf den Weg gemacht und gehen eigentlich relativ unbekümmert, wenn es ein selbstbestimmter Prozess ist, damit um und sagen, wir machen das einfach. Wir haben auch schon Verfahrenslotsinnen eingestellt und wir hatten schon immer die Eingliederungshilfe mit im Haus. Was spricht eigentlich dagegen, wenn wir zusammenarbeiten? Ob das letztendlich dann mehrheitsfähig ist, würde ich im Augenblick noch nicht zu prognostizieren wagen.
Zu den Verfahrenslotsen muss ich nicht viel sagen. Es gibt da drei Werkzeugkästen, die zum Teil schon zu sehr guten, erstaunlichen Ergebnissen geführt haben, von denen alle ja hier auch die Möglichkeit haben, noch mehr zu erfahren. Was ist das eigentlich, was mich bei allen diesen Schwierigkeiten optimistisch bleiben lässt? Im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens hat es eine Befragung gegeben, wo insgesamt 1.100 Personen teilgenommen haben. 300 davon waren Elternteile bzw. Sorgeberechtigte. Rund 120 Kinder und Jugendliche haben an der Befragung selber mitgewirkt. Unter den knapp 800 pädagogischen Fachkräften, die geantwortet haben, arbeiten fast drei Viertel in der Kinder- und Jugendhilfe und knapp 250 Fachkräfte stammen aus der Behinderten- bzw. Eingliederungshilfe. Mehr als 200 davon realisieren bereits ein inklusives Angebot. Und wenn man sich dann erstmal das Interesse an diesem Projekt anguckt, dann wird man feststellen, dass dieses Interesse insbesondere bei Elternteilen sehr stark vorhanden ist, aber auch Kinder und Jugendliche haben sich an dieser Befragung beteiligt, weil sie als unmittelbar Betroffene sehr wohl etwas zu diesem Prozess beitragen können. Bei den pädagogischen Fachkräften ist es so, dass das Gesetzesvorhaben die am wenigsten interessiert, die bereits inklusiv arbeiten. Das ist so ähnlich wie damals 1990 bei dem großen Gesetzesentwurf, der ja die Praxis, die vielfach vorhanden war, eigentlich nur nachgezeichnet hat. Heute ist das allerdings ein bisschen anders, weil es darum geht, eine neue Praxis überhaupt erst zu initiieren. Aber wie gesagt, es gibt auch viele, die in dem Bereich schon tätig sind. Großes Interesse, übergroßes Interesse herrscht insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe vor. Wenn man dann nach den Folgen fragt, dann ist es so, dass die überwiegende Mehrzahl der Befragten, nämlich 9 von 10 Teilnehmenden, es gut bzw. sehr gut findet, dass es eine inklusive Lösung und eine Zusammenführung der unterschiedlichen Leistungsbereiche geben soll. Je mehr Erfahrungen die Befragten im persönlichen Kontakt mit Menschen mit Behinderungen haben, desto eher befürworten sie auch die inklusive Lösung. Das heißt, wir haben bei den unmittelbar Betroffenen eine enorm hohe Zustimmung zu diesem Umgestaltungsprozess. Die Hälfte der Teilnehmenden verortet eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe als Chance. Ein Drittel sehen das eher als eine Herausforderung und 15% stehen dem Ganzen eher neutral gegenüber. Je mehr aber eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe als Chance gesehen wird, desto stärker werden auch gemeinsame Angebote für alle Kinder befürwortet. Wie wird sich Inklusion auf die Hilfeleistungen aus der Sicht der Befragten auswirken? Auch hier finde ich ein zunächst angesichts der Herausforderungen dieses Prozesses positives Ergebnis, weil knapp die Hälfte der Teilnehmenden der Ansicht sind, dass sich Inklusion positiv auswirken wird und 16% gehen sogar von sehr positiven Auswirkungen aus. Fast jede vierte Fachkraft aus dem Bereich schon existierender inklusiver Angebote glaubt, dass sich Inklusion sehr positiv auf die Hilfeleistungen für Kinder und Jugendliche auswirken kann. Diesen Erfahrungsschatz gilt es auch für alle anderen zu heben. Und je mehr eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe als Chance gesehen wird, desto positiver ist die Sicht auf die Auswirkungen von Inklusion auf die Hilfeleistungen für Kinder und Jugendliche. Fragt man die jungen Menschen selber, ein kleines Projekt, was jetzt ausgeweitet werden soll, dann ist sehr eindeutig, was sich behinderte junge Menschen wünschen. Sie möchten in inklusive Schulen gehen. Sie wollen nicht separiert werden. Die Lehrkräfte sollen allerdings auch qualifiziert sein für diese Aufgaben. Die Klassen fordern sie kleiner, damit sie gut lernen können. Wichtig für die Kinder- und Jugendhilfe ist, dass behinderte junge Menschen Freizeitangebote besser nutzen können möchten.
Auch hier sollten die Fachkräfte besser geschult sein, um solche Begegnungen auch fördern zu können. Und es soll mehr inklusive Angebote geben. Assistenz und Hilfsmittel, wo wir auch wieder bei Finanzierungsfragen werden, sollen aus der Perspektive der betroffenen Adressatinnen einkommensunabhängig und ohne Altersbeschränkung bewilligt werden. Und Beratungsstellen für Jugendliche sollten auch für Jugendliche mit Behinderung offen sein. Auch die Qualifizierung für die besonderen Themen der behinderten jungen Menschen wird eingefordert. Wir wollen stärker später im ersten Arbeitsmarkt eine Arbeit finden und dafür brauchen Sie die notwendige Unterstützung. Solange es noch Werkstätten für behinderte Menschen und Förderstätten gibt, sollen Beschäftigte dort als Arbeitnehmerinnen anerkannt werden. Das heißt, auch für sie sollte der gesetzlich geregelte Mindestlohn gelten. Es braucht dringend mehr Assistenz, die in Unterstützerkommunikation geschult ist. Nur so wird Inklusion, so die Jugendlichen, für Menschen, die unterstützte Kommunikation brauchen, möglich. Schulabschlüsse müssen auch mit unterstützter Kommunikation möglich werden. Sie fordern Barrierefreiheit. Dazu gehört nicht nur das barrierefreie Wohnen, die Schrift- und Gebärdensprachdolmetscherin, die leichte Sprache auch im Internet. Eine Frage, die uns junge Menschen auch gefragt haben im Hinblick auf den Jugendbericht, zu dem ich ja nicht sagen darf, ob es den demnächst eigentlich auch in Gebärdensprache oder leichter Sprache geben wird, habe ich gerne ans BMFSFJ weitergeleitet. Sie fordern eben auch Barrierefreiheit als Möglichkeit, so leben zu können, wie sie leben möchten und wollen. Fahrdienste, für uns vielleicht gar nicht so vertraut, sollen Personal einsetzen, das ebenfalls geschult ist. Wer manche ruppigen Taxifahrer kennengelernt hat, kann diese Forderung der jungen Menschen vielleicht gut nachvollziehen. Was ist aus Sicht der Jugendhilfe notwendig, damit Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe gelingt? Es wurden 12 Antwortoptionen vorgegeben, 3 davon konnten ausgewählt werden. Die mit Abstand am häufigsten gewählte Aussage bezieht sich auf die Forderung nach mehr qualifiziertem Personal mit Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderung, wird nach Adressatinnen und Adressaten der Hilfeleistungen und sozialpädagogischen Fachkräften unterschieden, dann gibt es große Unterschiede. Während die Adressatinnen am zweithäufigsten mehr Fortbildungen im Bereich Behinderung und Inklusion, das heißt die Qualifizierung der für sie zuständigen Fachkräfte fordern, sagen die pädagogischen Fachkräfte, das erinnert dann wieder an mein einleitendes Zitat, dass es darum geht, mehr Wertschätzung und Offenheit für die Vielfalt der Menschen umzusetzen. Pädagogische Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendhilfe und aus der Behinderten- und Eingliederungshilfe wollen am zweithäufigsten mehr Kooperationen von Jugendhilfe und Behindertenhilfe. Die Fachkräfte aus den bereits existenten inklusiven Angeboten fordern demgegenüber mehr Unterstützung für die Entwicklung und Durchführung genau dieser Angebote. Sie sind also, würde ich sagen, in der Realität angekommen. Mein Schluss. Das passt gut zu dem, was du gesagt hast, Christine. Der Weg ist steinig, aber wir fangen nicht bei Null an. Alle Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe müssen inklusiv werden. Das heißt für uns, dass wir aus den Erfahrungen bereits existenter, inklusiver Angebote lernen müssen. Alle perspektivischen Fachkräfte müssen interdisziplinär qualifiziert oder weitergebildet werden. Niemand schafft Inklusion alleine. In der Praxis wird multiprofessionelle Zusammenarbeit eine Selbstverständlichkeit werden. Kooperationen gibt es aber auch bereits jetzt schon. Auch davon können wir für die zukünftige Ausgestaltung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe lernen. Und alles andere als unbedeutend, Inklusion gibt es nicht umsonst. Sie braucht Zeit und benötigt Ressourcen. Wenn man das vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltsberatungen sieht,
werden wir nicht müde werden dürfen, die Politiker daran zu erinnern, dass die Rechte behinderter Kinder und Menschen haushaltspolitisch nicht verhandelbar sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus